Moin moin Leute und willkommen zu einem kleinen Special hier auf dem DLC-Kanal. Wir wollten euch heute mit unserem Lieblingsgetränk, dem Malzbier, vertraut machen und euch ein paar erstaunliche Fakten näher bringen, damit ihr wisst, was auch in Zukunft auf uns wartet und auf euch wartet. Los geht's mit Fakt Nummer 1. Die Deutschen waren's. Erfunden wurde es 1920 von Ferdinand Glab, der ganz in der Nähe von München wohnte, aber erst 1931 wurde es patentiert, und zwar von der Vitalux-Gesellschaft. Ihr kennt es heute, wie damals auch, unter dem Namen Vitamalz. Selbst in der DDR war das super Getränk bekannt, damals unter dem Namen Doppelkaramell. Fakt 2. Es wurden Kriege geführt. Im Jahr 1958 gab es den sogenannten Süßbierkrieg. Hierbei ging es darum, dass das deutsche Reinheitsgebot keinen Zuckerzusatz in Bier erlaubte. Gefochten wurde damals aber per Anwalt und es ging bis vor das Oberlandesgericht, wo entschieden wurde, dass Malzbier zukünftig nur noch als Malztrunk gehandelt werden durfte. Und dies ist auch bis heute noch gültig. Grundlegend ist das Malzbier, ja, für mich bleibt es ein Bier und kein Trunk, ein echtes Bier, bis auf einen Unterschied. Die Hefe wird bei niedriger Temperatur, ca. 0 Grad, hinzugefügt, dadurch bleibt die Gärung aus und es entsteht kein Alkohol. Trotz allem darf das Malzgetränk bis zu 0,5% Alkohol enthalten. Und weiter mit der 3. Das bessere Trinken. Malztrunk enthält Eiweiß, Mineralien und Kohlenhydrate, gilt also als ein wichtiger Energielieferant für Gehirn, Nerven und Muskeln. Außerdem enthält es auch noch weniger Kalorien als Cola, Saft oder sogar Milch und ist dadurch natürlich auch gesünder. Alkoholfreies Bier ist ja schon lange als isotonisches Erfrischungsgetränk nach dem Sport bekannt. Malzbier schlägt dieses jedoch um Längen, da es beim Filtern Traubenzucker und Fruchtzucker zugesetzt bekommt und dieser vom Körper noch besser aufgenommen werden kann. Fakt 4. Es gibt mehr als man denkt. Ganze 62 Malztrunksorten gibt es in Deutschland und es kommen immer wieder neue dazu. Glücklicherweise gibt es die Internetseite dasmalz.wordpress.com, wo die einzelnen Marken kritisch beobachtet und einzeln auf Geruch, Geschmack, Aussehen und Erfrischungsgrad bewertet werden. Boah Leute, ich stehe einfach auf ein leckeres Malzbier. Und wir kommen zum letzten Fakt, der Nummer 5. Malzbier hilft beim Stillen. Malzbier wird seit jeher als milchflussfördernd angesehen. Selbst heutzutage empfehlen Hebammen ihren Schützlingen dieses Getränk, besonders im Wochenbett. Wissenschaftlich konnte bis jetzt kein negativer oder positiver Einfluss auf die Milchförderung nachgewiesen werden. Der Placebo-Effekt beim Malztrunk ist jedoch wissenschaftlich bewiesen. Und damit würde ich sagen, das war's auch schon für heute. Erfrischt euch mit einem kühlen Malztrunk oder Bier, wie auch immer ihr es nennen wollt, und genießt einfach das gesunde Leben.